Messegespräche. Hallo, ich bin Michael Friedrich, Führungs- und Vertriebstrainer aus Aachen und ich stelle Ihnen in diesem heutigen Kurzvideo vor, wie Sie Verkaufspotenziale in Ihren Messegesprächen optimal nutzen. Die große Zeit der Präsenzmessen scheint im Internetzeitalter rückläufig zu sein. Wer dennoch hohe Investitionen für einen professionellen Auftritt tätigt, sollte das Maximum aus der Messe herausholen. Neben einem überzeugenden Ausstellungsstand mit einer klaren Botschaft sind auch die Messegespräche entscheidend für den Gesamterfolg. Damit Ihre Kundengespräche zu konkretem Neugeschäft führen, bereiten Sie sich und Ihr Verkaufsteam mit folgenden 7 Tipps auf Ihren Messeeinsatz vor. Tipp Nummer 1. Der erste Eindruck ist der wichtigste. Gehen Sie freundlich und aufgeschlossen auf potenzielle Interessenten zu. Durch eine finstere Miene oder einen gelangweilten Blick schrecken Sie Besucher womöglich ab, Ihren Stand überhaupt zu betreten. Tipp Nummer 2. Treten Sie beim ersten direkten Kontakt mit einem Besucher kompetent und sicher auf. Das schafft Vertrauen auf Seiten des Interessenten, setzt allerdings auch voraus, dass Sie sich mit den präsentierten Themen gut auskennen. Vermeiden Sie zu Beginn Standardfloskeln, wie zum Beispiel die geschlossene Frage, kann ich Ihnen helfen? Sie verleitet schnell zu einer kurzen, negativen Antwort. Alternativ starten Sie mit einer öffnenden Frage, zum Beispiel, was darf ich Ihnen zeigen? Oder welche Themen interessieren Sie besonders? Tipp Nummer 3. Bringen Sie bereits zu Beginn des Gespräches in Erfahrung, welche konkreten Kaufmotive Ihr potenzieller Kunde hat. Sie haben dann die Möglichkeit, ihn leichter und direkter von Ihrem Angebot zu überzeugen. Der Köder soll schließlich dem Fisch schmecken und weniger dem Angler. Fragen Sie am Schluss nach der Visitenkarte. Sie erfahren so neben dem korrekten Namen inklusive möglichen akademischen Titeln auch das Unternehmen, für den der Messebesucher tätig ist, sowie seine Funktion. Tipp 4. Präsentieren Sie Ihr Produkt in einer Sprache, die der Kunde versteht. Dabei ist es wichtig, dass Sie den Nutzen, den Ihr Angebot Ihrem potenziellen Kunden bietet, auf ihn zuschneiden und prägnant darstellen. Tipp Nummer 5. Offene Fragen beantworten Sie direkt und so weit wie möglich vollständig. Sie beeinflussen so die Kaufentscheidung des Kunden positiv und zahlen gleichzeitig auf Ihr Kompetenzkonto ein. Tipp Nummer 6. Besprechen Sie noch am Messestand mit dem Kunden die weitere Vorgehensweise. Bieten Sie nach Möglichkeit einen Besuch im Unternehmen des Kunden an. Tipp Nummer 7. Machen Sie sich im Anschluss an jedes Gespräch Notizen für die Messenachbereitung. Schriftliche Aufzeichnungen können Sie auch an andere Vertriebsmitarbeiter oder Kollegen zur Nachbearbeitung bzw. Follow-up geben. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihren Messeaktivitäten und gute Messegespräche mit Ihren potenziellen Kunden. Herzliche Grüße. Ihr Michael Friedrich.